So, hallo an alle, zur nächsten Folge von Minecraft, Skytech, zusammen mit dem Sepp in seinem Stream. Und ich quatsche ihm immer dazwischen mit meinen Begrüßungen und Verabschiedungen. Macht ja nichts, halb so wild. So, hallo, so tschüss, so hallo, so tschüss. Hallo, tschüss. Gehört halt mit dazu, ne? Richtig. Naja. Naja, ne. So, was wir hier machen. Chaos, wie immer. Mein Trank hält nur noch 20 Sekunden. Nein, fick dich. Nein, warum sollte ich? Langeweile. Klasse. Okay, der Trank ist jetzt gleich alle. Also so manchmal müsst ihr meinen Gesichtsausdruck sehen, wenn ich mit Sepp gerade irgendwie aufnehme. So, hä, was? Was? Einfach den Typen. Aber ich mache ja leider ohne Facecam. Sehr gut, geil, Alter. Wenn jetzt hier noch die Kuppel drauf kommt mit Glowstone und so, boah, das sieht richtig geil aus. Nice. Du hast so voll diesen Dome. So richtig so ein Globe-Ding. Sieht aber irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Sieht nicht so spannend aus, einfach ein riesen Kasten. Aber sehr effizient, das ist ja die Sache. Naja, noch sieht es aus wie ein Kasten. Oh, ja, wenn du es von außen guckst, es sieht so ein bisschen langweilig von außen aus. Die Muko will da auch rein. LOL! LOL, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Warte. Aber hey, warte, wir haben bestimmt noch eine andere Kuh hier. Komm, wir riskieren. Nein, mach mal Kleider jetzt. Lass doch die arme Muko. Wenn ich jetzt eine Lead hätte, so eine Schlinge, würde ich die mir hochschieben und dann boing, mit hochschleudern. Aber das hat echt ohne Scheiß geklappt gerade, ne? Ja. Aber die Kuh ist gestorben dadurch. Ich mach lieber nicht. Ich hab ja meinen Jetpack. Aber ich hab meinen Glider nicht mehr. Gib mal bitte, du hast den. Was? Ich hab den? Wo hab ich den? Ja. Achso, den hast du rausgefordert oder was? Wo hast du den? Ja, ich hab grad aus Versehen, hab ich den rausgeworfen. Ich hab nur gesehen, die Kuh wurde katapultiert, ja. hast du noch Glowstone Seeds? Denk's mal. Weil einen hatte ich mir vorhin gecraftet. Einen einzigen. Glowstone Seeds habe ich. Ich habe doch jede Menge Glowstone Seeds noch. Warte mal. Also du hast hier auf jeden Fall ein paar Essenzen, nee, ja. Vier Glowstone Seeds habe ich hier unten noch. Ich glaube, die sind nicht ganz, Ja, nehme ich mal mit. Müssen hier unten sein. Aber das Problem ist halt, ich glaube, die meisten davon sind verreckt, als das alles explodiert ist. Naja, klar. Und als die ganzen Sachen rausgeploppt sind. Ich war nämlich eigentlich dabei, das Ganze zu, machen und dann... Bumm. Ich bin aber auch ein bisschen nah vorbeigeflogen, ich weiß, aber ich bin davon ausgegangen. Kurze Erklärung, warum die Leute denken, hey, du bist viel zu nah rangeflogen. Warum ich da überhaupt hingegangen bin, ganz einfach, weil der Wither hat ja bei seiner Explosion auch keinen Schaden gemacht. Also dachte ich, dass Mob-Griefing auf dem Server auf False gestellt ist. Die haben doch die ganze Zeit den Wither gekillt, der hat absolut nichts explodiert, nichts aufgejagt. Ich bin hart davon ausgegangen, dass Mob-Griefing False ist. Anscheinend gilt das nicht für Creeper. Warum auch immer. Ganz schön ärgerlich, ja. Aber ich verstehe den Planter nicht. Manchmal braucht der voll lang, um irgendwas zu planten. Der ist komplett voll mit Seeds, aber der setzt sie einfach nicht. Verstehe ich nicht. Weil der keinen Strom hat. Nee, weil der keinen. Der hat doch immer Strom. Dann, pass mal auf, der Planter geht ja so Reihe für Reihe durch, ne? Dann kann es gleich der Fall sein, dass er sich gerade in einer Reihe befindet, wo schon Seeds gesetzt wurden. Oder wo schon Pflanzen stehen. Und da kann er keine neue setzen. Also läuft er weiter bis zu einer freien Stelle, wo noch keine sind. Und da sitzt er wieder. Okay, gut. Weiß Bescheid. Er hat mich nur ein bisschen irritiert. Ja, das kann ja sein. Aber ich denke mal, das ist so die Erklärung dafür. So, okay. Ich hole jetzt mal die ganzen Gold-Seeds und so, die ich jetzt so auf Tasche habe, einfach mal ins ME-System. So, ja, eigentlich bräuchte ich noch ein bisschen Glas, ne? Weil... Ich brauche Glowstone ohne Ende. Was heißt ohne Ende? Ich brauche 2-3 Stacks. Ah, doch, kommt hin. Ja, ich laufe da mal so ein bisschen was Feld drüber, diesen Das und ich hoffe mal, dass ich jetzt gleich hier vorne genug Essenzen habe, mir die Lead-Seeds zu machen. Weil auf die bist du ja wahrscheinlich auch scharf. Ja, die wären auch ganz gut. Sepp, du hast ein Fail drin. Wie, ich hab ein Fail drin. Wo? Ja,
alles Gute zu 500k Abos. Wo lebst du denn? WTF, ich hab 105k. Oh, ich hab auch nur 380. Nur. Ja. Es werden halt langsam immer mehr, man gewöhnt sich dran. Ich finde jetzt, wenn ich auf einen Kanal gehe, die Summe nicht so erdrückend, weil ich einfach dran gewöhnt bin. Fell gefunden. Ja, so was passiert halt so, dass so einzelne Blöcke vielleicht mal ausbleiben. Ich hoffe, das war der Fell, der gemeint war. Ich hoffe mal, dass das jetzt 5 Seeds ergibt. Hier muss man jetzt eigentlich auch noch halt so Glas reinmachen. Entweder hier eine komplette... Ah ne, eine ganze Reihe sieht auch hässlich aus. Oder einfach so lassen. Ich weiß es nicht, echt nicht. Jo, ich habe 5 Lead Seeds. Sehr gut. Vielleicht kann ich die wieder reinschmeißen, dass sie sich auch vermehren. Hau mal raus, guck mal, Water Element Seeds kommen raus, tu mir Lead Seeds in den Sortierer. Ich glaube, ich brauche jetzt mal noch ein paar Planter. Also ich brauche noch 4 Planter auf jeden Fall. Das ist Gold. Ich glaube, es gibt wichtigere eigentlich, aber... Naja. Keinen mehr da drin. Ja, wenn ich die Plantage halt komplett ausgebaut habe, dann hat man halt ein großes Feld für alles Mögliche so, weißt du? Und die anderen kleinen Felder, die kann man dann für spezielle Sachen halt anfertigen. Plastic Sheets, haben wir davon noch welche? Oh, ich weiß es nicht. Egal, werden wir ja sehen. Plastic Sheets gehen doch einfach aus den Rubber-Dingern, ne? Müssen eigentlich recht zügig gehen. Naja. Okay, dann Planter. 1, 2. Ich konnte es nur 2 bauen. Warum? Was fehlt? Ach so, die Blumentöpfe. Scheiße, ich konnte nur 19 Stück machen. Jetzt ist alles weg davon. Fuck! Egal, 4 Planter sind am Start. Dann brauche ich jetzt noch Harvester. 4 Stück für den Anfang sind ja auch schon mal gut. Ich gehe gerade mal durch die Oil Seeds. Man kann auch Oil Seeds machen. Deathbloom Seeds gehen auch. Wie kann man denn Oil Seeds machen? Für was braucht man? Die kann ich gar nicht anzeigen lassen. Infused Shard Seeds für Thorncraft, dass man da halt sich Infused Shards machen kann. Saphir Seeds. Haben wir Saphir? Boah, das hat gerade so gereicht, Alter. Geil. Ich brauch noch Copper Cable jetzt. Hinten ist unsere Portalwand, die gleich schon zu den Tempel führen. Ja, geh nicht durch das Grüne, ne? Geh nicht durch das Grüne. Du bist am Arsch, du bist direkt bei Team Rot. Und kommst auch nicht so schnell zurück, weil ich weiß nicht, wo das Portal ist, wo du rauskommst. Du fällst einfach direkt runter. Das haben die bei uns gesetzt. Das ist deren Portal. Also haben wir nur 1 und 2. Ja. Gott, geh ich mal durch. Weil eigentlich kannst du durch selbst einfach wieder zurückfliegen. Fertig. Gehst einfach eiskalt wieder zurück. Ja, bam, tschüss. Das Problem ist aber, dass ich vorher noch nicht da gewesen bin und auch nichts generiert war. Weißt du, ich bin einfach gefallen und muss halt direkt wieder hoch und weiß nicht, woher ich gekommen bin. Von wo ich gefallen bin. Das war halt das Problem an der Sache. Okay. Alter, Team Rot, Team Rot sind doch wir. Warum ist das ein Problem, wenn ich bei der Basis von Team Rot... Ach, Team Rot, nee, nicht... Warte mal, Team Rot. Auf jeden Fall eins von den gegnerischen... Also, kann ja nur eins sein. Welches ist das jetzt? Von denen, was noch übrig ist. Der ruckelt gerade nicht alles. Gelb ist das nicht, oder? Ich hab grad voll die Lags. Boah, die Kiste ist fast voll. Welche Kiste? Ja, die Kiste hier bei meiner Plantage. Die du musst mal ein bisschen aussortieren, die oben dein Dings verstopft sonst dein Planter. So verstopft der? Was muss ich denn da aussortieren? Ja, die Seeds vermehren sich doch. Die lagern sich alle in den Planter drin und dann verstopft der einfach. Wo geht's denn runter hier bei dir? Ja, gute Frage. Ich hab hier nur kein richtiges, hier. Hier vorne, hallo! Ach, kannst du auch einfach irgendwie da runterhauen. So. Ich hab keine Spitzhacke, dafür bin ich zu arm.
Also, wir haben ja auch keine Diamanten. Okay, also, hier haben wir unser Dings hingehauen. Ist da schon mal was? Hier unten ist auch noch ein Seed drin, oder? Ein Gold-Seed. Wollen wir den hier haben, oder? Ein Gold-Seed ist da drin, ja, aber braucht man, glaube ich, nicht, oder? Habe ich, glaube ich, raus... Nee. Doch, Gold-Seed habe ich da rein, da drinne. Setz ihn nach oben rein, damit er wächst. Oder ja, gut, wir haben schon genug, aber... Crafting-Table-Fleisch noch, oder so. Ja, ein Crafting-Table habe ich hier noch gar nicht. Wo habe ich denn das hingebaut, den anderen Planter? Fuck. Wind oder was? Irgendwie schon. Müssen vielleicht jemand ein paar mehr Kisten hinsetzen. Ja, könnte man machen, stimmt. Hätte ich mal ein Crafting-Table hier drin. Warte mal, ich hole mal einen oder helfe dir mal hier beim Einrichten am besten. Nee, das war... Jetzt habe ich echt nur Stromkabel dabei, oh, das ist ärgerlich. Es hat Panne mit den Kabeln. Hm. Ah ne, warte mal, er muss ja direkt dahin, ne? Ja. Fuck. Hat mir überlegen, ob ich irgendwo noch eine Axt rumliegen habe. Ich glaube nicht. Oder ob ich Holz rumliegen habe. Kannst du im E-Terminal auf den untersten linken Button klicken? Da kannst du auch in deinem E-System Rezepte dir anzeigen lassen. Okay. So, ich dachte, du redest gerade mit mir. Ich habe immer noch keine Ordnung. Oh, jetzt drin. Muss ich nochmal hoch hier. Oh mein Gott. Ich habe hier immer noch keine Ordnung drin. Mach mir hier mal eine Essenzkiste oder so. Zwei Essenzkisten. Da zwiebel ich mal alles an Essenzen raus, was wir haben. Alles an Seeds, was wir haben, kommt hier rein. So eine Unordnung. Ich habe hier gerade nicht keinen Durchblick in meinem eigenen Zeug. Ja, ist auch voll viel. Obsidian Seeds würde ich erstmal behalten. Essenz ist meine ich nicht nur Obsidian für Craften, sondern halt für anderes Zeug benutzen. Air Seeds oder Air Element. Boah. Einfach sortieren. Ich habe eine Idee. Alle neuen Seeds und alle neuen Essenzen, also die Earth Essences und die Certus Quartz, sind ja auch die neuen Seeds theoretisch, die kommen mal hier rein. Glowstone Essences und so. Iron Essence nicht mehr. Schmeißen wir da rein. Und alle alten Seeds, für mich alten Seeds, kommen hier rein. So. Ferris Soll ich kurz dem abstellen? Ja, warte. Gucken, ob jetzt was anderes kommt. Ja, Dubstep ist doch so richtig Ohrenkrebs für einen. Kommt drauf an, was für einen. Ich habe jetzt gerade knapp 50 FPS mit Shader drin. Lag generell bei uns auf dem Server zurzeit. Keine Ahnung, woran das liegt. An deiner Kuhfarm liegt es mir gerade nicht mehr. Die ist in die Luft gesprungen. So, die Planter sind jetzt alle gesetzt. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Rubber herstellen. Gut, auch alles abgehakt. Da die Essences, hier die Essences. Okay. Hui. Ich habe noch Raw Plastic. Wenn du so Plastic Sheets brauchst. Jetzt im Moment nicht, danke. Achso, hast du schon gemacht, gut. Warte mal, was mache ich denn jetzt nochmal mit dem Rubberwood? In den Extractor rein? Ja, ne, war richtig. Rubberwood muss in den Extractor. Ne, Rubber muss in. Nee, ja. Doch. Oder? Doch, ja, doch, doch. Rubberwood in den Extractor und dann ballert ihr da durch. Sehr gut, sehr gut. So. Die ersten Lead-Essenzen sind schon da. Das ist sehr gut, das hört sich gut an. So, alles, alles Neue erstmal heraus. Dass du mal zügig schläfst, finde ich cool. Bist du aber der Einzige, irgendwie, der das macht, weil sonst immer, keine Ahnung. Es geht nie jemand pennen. Ja, wir haben Fertilizer.
Was macht denn der Fertilizer? Dacht mir nichts. Das ist der Magic Fertilizer. Ich glaube, der lässt die Dinger einfach schneller wachsen, aber da wir eh unsere Dings-Teile haben. Ja, aber überleg mal, du hast die auch noch in jeder Ecke stehen. Dann ist ganz vorbei, weil da musst du ja noch nicht mal in der Nähe sein von den Pflanzen, sondern einfach nur in dem Chunk. Warte mal, ey, Fertilizer? Achso, du meinst die Maschine? Ich habe gedacht, du meinst diesen Magic Fertilizer, den man so machen kann, den man craften kann. Nein, ein Fertilizer ist eine Maschine. Keine Ahnung, wofür okay. Die ist. Ja, es gibt nämlich auch hier so einen Dünger von Magical Crops. Der heißt auch Fertilizer. Achso. Ich dachte, du meintest den. Gut, Ordnung. Der Fertilizer, der Fertilizer. Ja, danke. Danke für den Tipp. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Nein, ich habe bei dem Kniehocker-Video habe ich das Symbol, das Sims-Symbol, habe ich beim Peter nicht vergessen, denn das Symbol ist immer nur bei dem Charakter, der ausgewählt ist. Kniehocker-Video? Mal so nebenbei. Ich hab mir doch einen Kniehocker bestellt. Ja, ich weiß, ein Video dazu gemacht. Achso. Der Kniehocker. Anonymous hat mir was gespendet. 20 Euro. Auf diesem Wege frage ich Anonymous dich, Mimi Maren, ob du meine Frau werden willst. Ich bin schon vergeben, tut mir leid. Richtig, der musste mich schon heiraten, als ich mindestens Dritter bei Varo geworden bin. Oder in Top 3. So, dann machen wir uns mal ein paar Kabels. Kabels, ich habe ja auch noch welche, kann ich dir mitbringen. Ja, ich hab jetzt fast 2 Stacks Copper-Cable, also. Ja, gut, dann reicht's. Aber das Symbol müsste rot sein, da müsste ein Minus kommen. Was? Eigentlich nicht, nein. So. Ihr labert geistigen Durchfall, Leute. Das kann überhaupt nicht stimmen, was ihr da labert. Ich bin Sims-suchtig, ich muss wissen, was ich sag. Okay, neuen Teil von Sims habe ich jetzt nicht gezockt, ne? Im vierten Teil werde ich auch nicht zocken. Allein die Dreistigkeit von EA zu sagen, es gibt keine Babys. Ja, dafür braucht er ein DLC, um Kinder zeugen zu können. Da denke ich mir, fickt euch doch einfach. Das ist so weit von dreist von denen. Richtig dreist. Die Funktion, dass man in Sims Kinder bekommt, das war vom ersten Teil an einfach immer da. Und jetzt kommen die an, ja, das ist ein DLC. Doch, ist doch kacke. Ja. Warum macht man sowas? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und die haben ja nicht schon Arsch voll. Man kann nicht genug haben. Ja, mach noch einen zweiten Arsch voll. Ich meine, man kann nie genug Ärsche haben. Achso, meine Folge ist auch schon wieder voll mittlerweile, wie ich gerade sehe. Wir haben schon mal vernünftige Ordnung reingebracht, das will das heißen. Ganz grob. Ich werde dann jetzt mal die ganzen Essenzen zu Ärzten gleich verarbeiten. Mal gucken, wie viel da rauskommt. Und dann würde ich sagen, lass krachen, wir sehen uns demnächst. Und tschüss. Tschüss.